So Leute, damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Infamous. Ich bin es, euer Simafix. Wir speichern einmal kurz. Und ja, im letzten Part waren wir unterwegs und wie viel? Ganz kurz muss ich mal schauen. Ah, schade, steht nicht. Spielstunden. Will ich eigentlich gar nicht wissen. Naja, im letzten Part sind wir auf dem Müllturm von Alden geklettert. Das Hauptquartier der Dustman. Und naja, aber anstatt, dass wir die Steinkugel holen, was wir eigentlich vorhatten, haben wir es zwar geschafft, sie zu erreichen, doch dann hat uns Sieg betrogen. Kessler kam und hat Sieg angeboten, die Macht, ein Superheld zu werden, ihm zu geben. Und er hat die Strahlenkugel genommen, ihm gegeben und es abgehauen. Unser bester Freund hat uns zurückgelassen. Wir haben keine Spur mehr, wir haben gar nichts mehr. Und das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist ein angestürzter Müllturm durch die Wut von Alden. Und ich hoffe, John White meldet sich noch einmal bei uns und hat eine Spur. Die Strahlenkugel abgeschlossen. Hier sind die Reste vom Müllturm. Zuverlässiges nehmen. 93 Sekunden. Sieg ist mein bester Freund. Fast wie ein Bruder. Er ist der Einzige, dem ich traue. Bisher zumindest. Tja, sie haben's vermasselt. Jetzt läuft Alden Amok und Kessler hat die Strahlenkugel. Wir müssen beide Probleme lösen. 63 Sekunden. Vielleicht sind das gar nicht meine Probleme. Vielleicht sollten das die beiden unter sich ausmachen und ich hole mir die Kugel, wenn sich der Staub legt. Was, wenn einer der beiden sie aktiviert und wieder Zehntausende dabei tötet? Und wer weiß, was diese Moja damit vorhat? Nein, wir haben keine Wahl. 38 Sekunden. Ich hoffe, sie wollen sie wirklich zerstören. Hab keine Lust auf Spielchen. Ehrenwort. Alden will ins historische Viertel. Finden Sie ihn, schalten Sie ihn aus und suchen Sie Kessler. Ich melde mich. So, dann heißt es, wo hier ein Kampf gegen Alden beginnt. Aber davor machen wir erstmal wieder ein paar Nebenmissionen. Vergängliche haben Überwachungsgeräte auf meinem Gebäude platziert. Bitte deaktivieren Sie. Ja, aber nicht, wenn du so krüppelig läufst. Bam! Tja, jetzt kann es dir wurscht sein. Nee, ich sehe gerade das nicht. Bin ich gerade blöd oder sehe ich das nicht auf meinem Mini? Da, okay. Das ist super. Müssen wir hier genau durch die Gegnerhorden laufen. Sieg. Warum hast du das getan? Nur um ein Superheld zu werden und dafür hat er uns hier einfach hintergangen. Schon grausam, wenn man sich das so überlegt. Achso, da ist das Haus. Ich denke mir schon, was der hier anschaut. Naja. Ja, aber erstmal müssen wir uns jetzt um Alden kümmern. Also, wir haben ja schon immer gewusst, dass er eine Gefahr ist. Und ja, jetzt dreht er, wie es aussieht, komplett ab, jetzt wo er die Strahlenkugel verloren hat. Ja, immerhin konnten wir ihm die Strahlenkugel wegnehmen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, dass Kessler die Strahlenkugel hat, weil Kessler scheint irgendwie ja mächtiger zu sein. Was mit Moja ist, wissen wir eigentlich auch noch nicht. Wir wissen nur, dass sie komplett verrückt ist, aber das wussten wir eigentlich schon beim ersten Treffen mit ihr. Ja, aber wir werden sicher noch sehen, wie sich das alles entwickeln wird. Okay. Komm, wie viel haben wir schon kaputt gemacht? 5, okay, das ist immer etwas. Ach, Sieg, aber das finde ich schon traurig, dass der Sieg uns hier echt untergangen hat. Unser bester Freund. Mich wundert eigentlich, dass Moja immer sich noch nicht gemeldet hat. Sie hat ja gesagt, irgendwie die Verbindung ist schlecht, aber trotzdem. Irgendwie hätte sie sich ja schon mal wieder melden können. Plus vor allem, wenn sie ganz wütend auf ist mit so einem Armee-Squad irgendwie so. Ah, okay, da kann ich drauf verzichten, okay. So, Nummer 8. So, wo geht's weiter? Hallo? Ja, wo ist da was? Ich sehe da leider nichts mehr. Vier sind es noch. Ich sehe aber keine einzige. Nicht gut, gar nicht gut. Doch, da unten. Ja. So. Kaputt. Dankeschön. Wo geht's weiter? Komm. Ah. Ja, schießt doch alle auf mich. Ihr trefft mich doch eh die ganze Zeit. Trotzdem liebe ich immer noch. Bin ich gut oder bin ich cool? Ja, und sogar Leute machen Fotos, während irgendwas auf sie schießt. Schön, dass es sie nicht stört. Das sind doch alles hier Superhelden. Ja, aber wir haben jetzt mal wieder gesehen, dass die Strahlenkugel irgendwie ein bisschen widerwillig ist. Also, obwohl sie sie benutzt hat, im letzten Part, hat sich, ist nichts passiert. Hat mich schon ein wenig gewundert, weil ich hätte schon gedacht, dass er dann Superkräfte hat. Aber das hat natürlich wieder das Opfer gehabt, was, auch wir sehen mussten, dass einfach dann Tausende von Menschen sterben. Freuen wir uns wirklich, dass die Strahlenkugel nicht hochgegangen ist. Interessant wäre es eigentlich auch gewesen, ob wir eigentlich dadurch sterben, weil wir sind zwar auch hier ein Conduit, durch unsere Kräfte, ist es ja klar, aber mich hätte es mal interessiert. Okay, hier wird mir noch eine Kamera markiert, aber ich sehe wirklich keine mehr. Sicher, dass sie nicht irgendwo hier oben ist?
Bin ich gerade blind? Aber ich sehe da echt nichts mehr. Doch, 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 da habe ich gerade was leuchten sehen. So, da. So. Und die letzte Kamera deaktiviert. Und natürlich mit meinem coolen Sprung, den ich immer mache. Und damit haben wir ein bisschen mehr von dem Bezirk hier auf unsere Seite gebracht. Warum ist so 68% wieder in unserer, auf unserer Seite? Und jetzt tun wir den hier, der mich die ganze Zeit schon nervt, töten. Gut. So. Und wenn es hier keine tolle, eine super grandiose Nebenquest uns im Weg läuft, dann würde ich sagen, können wir gleich mit der Hauptquest weitermachen. Alden tobt. Ja, das klingt schon so nett. Verseuchung, nee, das ist nichts für mich, weil das ist wieder irgendeine Aufgabe, wo man wahrscheinlich die Fässer, diese Gifttanks kaputt machen muss. Und das will ich ehrlich gesagt nicht, wenn danach so ein Kampf gegen Alden hier kommt. Frage ist, ob wir jetzt überhaupt gegen Alden kämpfen. Also ich weiß es jetzt auch nicht auswendig. Kann sein. Ich weiß nur, dass es hier sehr in der Nähe ist von dem neuen Bezirk. Hey, der Strom. Das ist doch mal was. So. Hier oben ist die Aufgabe und dann würde ich sagen, beginnen wir auch gleich mal. Und dann schauen wir hier gleich mal, was hier mit Alden so ist. Ihr seht hier überall ist Staub von dem Einsturz des Müllturms. Also hier hat es eindeutig gebietet. Okay, fangen wir an mit der Quest Alden Tobt. Alden rast über die Brücke ins historische Viertel. Halten Sie ihn auf, bevor er die andere Seite erreicht. Okay, ein neuer Bezirk, so wie es aussieht, wird sich jetzt uns eröffnen. Der historische Bezirk, das klingt doch mal sehr gut. Ich hoffe, da gibt es nicht noch mehr schlimme Gegner. Ich finde, die Gegner sind schon schlimm genug. Oh, okay. So, ich glaube, den Weg kann man hier schon mal vergessen. Ja, der Moja vertrauen wir auch nicht mehr, seitdem wir wissen, dass sie uns angelogen hatten hier mit John White. Dass er ihr Mann ist und dabei kennen die beiden sich gar nicht. So. Headshot. So, schön. Oh, nicht so schön. Ein Meer aus Flammen. Oh, oh. Oh, oh. Da will ich jetzt keinen Donnersprung weiter machen, obwohl es wird schon cool aussehen. Okay, schauen wir mal, wo zur Hölle Alden ist. Also um ehrlich zu sein, will ich jetzt gar nicht wissen. Okay, ich schätze mal da, wo die Wolke voller Verdammnis ist. Also eine Wolke tobenden Verdammnis. Ich glaube, da bewegen wir uns einfach hin, dann werden wir den schon finden. immer den Explosionen folgen, kein Problem. So, schaffst du es da wieder hoch? Dankeschön. Okay, wo geht's lang? So, so, okay, passt. So, gut. Ja, wir müssen Alden stoppen. Was? Jetzt hört auf, hier meine Brücke kaputt zu machen. Da ist doch eh schon fast nichts mehr da. Ehrlich. Nervensägen hier. Immerhin schafft es jetzt, sich mal Cole hier festzuhalten. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß es auch. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh. Oh, perfekt, aber eigentlich hingetrampt. Fast direkt zu den MGs. Okay. Zack, kaputt. So, sehr intelligent, sich hinter das MG zu stellen, wenn ich neben ihm stehe. Und da hinten ist Alden, oder? Sehe ich das richtig? Nicht so gut. Schauen wir mal, was der so drauf hat. Wir wissen ja, dass er stark ist. Ich meine, der kann einfach mit seinen Gedanken keine einfachen Bus rumschleudern. Das haben wir schon hier am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und um ehrlich zu sein, will ich gar nicht wissen, was der hier noch so drauf hat. Aber ich schätze mal, ich befürchte es, ich glaube, so, das passt besser, dass wir es noch bald herausfinden werden. Und mit bald meine ich sehr, verdammt, sorry. Ja, und mit bald meine ich natürlich sehr bald, und zwar eigentlich gleich. Oh, super, sehr schlau. Okay, dann kann ich hier nochmal kurz die MGs alle machen, super, da freue ich mich aber. So, komm. Bäm. Hammer dich. So, weg, 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 weg. Hä? Achso, die da oben werden mir jetzt markiert. Ich dachte mir schon. So. Dann hier nochmal den Stromer uns holen. Und dann würde ich sagen, kann es gleich weitergehen. Wieder nach oben müssen wir. Und hier derzeit heißt es wahrscheinlich dann da vorne, dass der Alden auf uns wartet. Ach nee. Ich mag Alden nicht. Der ist stark. Ich will schwache Gegner. Ganz ehrlich, warum kann der Alden nicht irgendwie so ein ganz normaler Mann sein? Aber nee, natürlich muss er der Superkräfte-Conduit sein.
der natürlich noch stärker ist als alle anderen Kunden, sondern wenn man mit seinen Gedanken Autos rumsteuern kann. Ach, was gibt's Schönes. Okay. Alden, jetzt ist Schluss. Ja, aber langsam befürchte ich, dass für uns Schluss ist. Verdammte Scheiße. Ignoranter Scheißkerl! Das hat mein Vater gewollt, dass ich alles beherrsche. Mein Schicksal wird sich erfüllen. Du bist wie Kessler. Du willst, was dir nicht gehört. Keiner von euch begreift, erkennt die Wahrheit. Nur ich erkenne alles. Tja. Aber erstmal erkennst du, dass wir dich jetzt erstmal alle machen werden. Oh oh, oder vielleicht doch nicht. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Oh, jetzt möchte ich mir Müll auf uns. Leute, Leute, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. So, machen wir hier ein bisschen schwerere Kavallerie. So, oh, ey. Das Schlimmste ist, es blockiert uns hier den Weg. So, erstmal weg. Ach, verdammt, ich habe keine Energie mehr. So, okay. Draufholzen, draufholzen. Und ich habe gedacht, die normalen Müllgiganten wären schrecklich. So, komm. Hä? Was? Was war? Hä? Hat er mich gerade runtergeworfen oder bin ich einfach aus Dummheit runtergegangen? Ich weiß es nicht. Okay. Super. Nochmal den ganzen Kampf neu. Schön. Freue ich mich aber immer mal wieder sehr. So. Krawall und Remi Demi, glaube ich, kann man dazu nur sagen. Ja, so kann man das ganze Spiel eigentlich bezeichnen. So, komm, 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 komm. Ja, das hat gesessen. Aber, ey, spürt ihr das eigentlich, oder? Gerade habe ich echt so das Gefühl, der spürt es einfach nicht, wenn ich da mit meinen Attacken auf ihn drauf war. Okay, warte, schleuder mal was, schleuder mal was. So. Aha, doch, da spürt das doch hier. So. Oh ne, und jetzt kommen die Viecher. So. So. War's, oder? Oh. Weg. Oh, und er steht wieder. Warum steht er schon wieder? Okay, ich glaube, wenn wir so schießen, dann ist das eindeutig effektiver. Aber wenn wir sterben davor... Hä? Ha? Ich hatte doch fast voll Leben. Oh. Ey, Alden, der hat leider drauf. Leider, muss man wirklich sagen. Oh, cool, cool, cool. Ja. Yeah. Ja, da keine Chance, der kleine Alden. Also man kann in diesem Spiel wirklich jeden Gegner richtig gut besiegen, wenn man mal die Taktik hat. Ich hab sie eigentlich, aber bin irgendwie zu blöd, um sie einzusetzen. Was macht ihr jetzt? So. Hä? Hä? Oder auch nicht. Oder eigentlich ist das Spiel doch eigentlich scheiße, ganz ehrlich. Okay, neuer Plan. Ich verstecke mich lieber hinter der Deckung da. So, kannst du mich gerne wieder haben. Kein Problem. So. Mit was schießt der da überhaupt auf uns? Ich weiß es immer noch nicht. Ist das, sind das kleine Müllhäufchen oder so? Oder ist es einfach irgendwie Kacker? Das wäre, sie wirft einfach mit Kacker auf uns. So affenmäßig. So. So. Okay. Das hat wehgetan. Ich hoffe, dir mehr als wir. Tja, weißt du, was dein neues Schicksal ist? Tot zu sein. Oh, richtig poetisch hier. Nochmal, mach ich hier einen auf Max Payne, oder? So, komm. So, erstmal die beiden weg. Was kannst du mir schon anhaben? Nach dem, was ich durchgemacht habe, was ich überlebt habe. Du und Kessler, ihr seid euch völlig gleich. Du hast echt Probleme, weißt du das? Ach so, jetzt würde er hier mit Feuer auf uns werfen. Schön, hab ja keine anderen Probleme. Nee, aber er ist schon mal rot. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Er wird alles anzünden. Jetzt macht er wieder die Assi-Attacke. So, komm, 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 komm. Ja! Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ja! Und du bist besiegt. Ich töte dich, diese Hure und deinen diebischen Freund. Euch alle. Alden schien für niemanden mehr gefährlich. Nur ein alter Mann, der klagt, dass Kessler ihn seiner Position bei den Erstgeborenen beraubt hat. Dann änderte sich sein Ton,
Er behauptete, dass er mit mir arbeiten will, um sich zu rächen. Er will mir helfen und Kessler töten. Er hat wohl gemerkt, dass ich zögere, denn genau in dem Moment ist er gesprungen. Kein normaler Mensch hätte den Sturz überlebt, aber Alden ist ein Conduit. Da gelten andere Regeln. So oder so wird bald etwas passieren. Meine Feinde sind hier im historischen Viertel versammelt. Kessler bereitet sie auf den letzten Kampf vor. Ja, das ist das Ende. Ich wünschte nur, ich wäre nicht allein. Und damit haben wir einen neuen Bezirk. Und zwar das historische Viertel. Alden tobt. Abgeschlossen. So, schauen wir mal, was uns hier erwartet. In einem neuen Bezirk. Die Erstgeborenen. Okay, ja, die Ersten haben wir schon mal besiegt. Na, die Ersten, die Erstgeborenen. Ich hasse die Erstgeborenen wirklich. Die sind unglaublich stark, haben unglaublich viel Leben. Ja, ich glaube, man muss aber kein Genie dafür sein, um zu wissen, dass das hier die letzten neuen Gegnertypen sein werden. Aber wie es aussieht, lassen sie uns nicht mehr in ihr Viertel. Ist da vorne ein MG-Wagen oder warum habe ich so schnell hier Leben verloren? Oh, ah ja, das ist ein MG. Okay, komm. Schau dich das an. Ich habe ihnen einen Kopfschuss gegeben und der überlebt das. Naja, dann haben sie so hässliche große Köpfe, dass jemand da über die Deckung scheinen. Okay, komm. Ich würde sagen, erst machen wir mal eine Nebenmission. Wir brauchen in diesem Bezirk eindeutig ein bisschen, ja, Bereich, wo wir uns zurückziehen können. Agenten haben noch mehr Medikamente abgeworfen. Sie sind auf diesem Dach gelandet. Können Sie sie holen? Ah ja, machen wir schon. Okay, ja, doch, diese Medikamentenaufgaben. Ich hasse sie immer. Okay, aber hier brauchen wir wirklich erstmal Raum. Weil also die sind so unglaublich stark, halten so unglaublich viel aus. Und sagen wir einfach mal so, wie eigentlich bei jedem Gegnertypen, gibt es da neben den normalen... Was war das? Eine Mine? Schießen sie auf Minen, um diese auszuschalten. Super, das sagst du mir, nachdem ich da reingetreten bin. Okay, so. Werfen wir das mal runter. Eine von 7 Kisten, super. Also wie bei jedem anderen Gegnertypen, also egal, seien es jetzt Reaper oder hier die Müllmänner, Dustmen, gibt es natürlich neben den Standardgegnern, die wir bis jetzt hier sehen, natürlich auch noch dann die lieben, netten Conduits. Ja, und die sind hier noch um einiges gefährlicher als bei den anderen. Also, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass das hier noch sehr, sehr schön wird. So, Energie. So, okay, weiterkämpfen. Oh, ich hasse diesen Bezirk einfach. Und überall ist alles grau und das ist die ganze Zeit hier so Nebel. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich gedacht vom Spiel, dass das irgendwie so ein Spielfehler oder so ist. Aber es ist kein Spielfehler, das ist das Allerschlimmste. Es ist hier so grässlich. So, und wir müssen halt immer auf diese Mine aufpassen. Ihr seht sie. Da war zum Beispiel eine. Wo sind denn zur Hölle diese Medizinkästen? Ich finde gerade keinen einzigen. Bin ich gerade blöd, oder? So, hier ist doch einer, oder? Ja, da ist einer. Habe ich jetzt den... Ach, oh, ich habe den Medikasten mit runtergehauen. So, den müssen wir jetzt irgendwo... Müssen wir den einfach nur runterhauen? Aber nur runterholen, okay, das ist gut. So. Wir von der Granate. Das geht leichter. Das ist die Mine, lebt immer noch. Was ist das für eine Mine? Monstermine hier. Ah, cool. Satellit, Tonband. Tonaufnahme von Kessler folgt. Experiment 52C. Ein ausgewachsenes Schimpansenmännchen wird über 6 Elektroden mit der Strahlenkugel verbunden. Mitch, dreh die Skala auf 10. Das Subjekt spürt leichtes Unbehagen. Schalte hoch auf 15. Interessant. Gehen wir auf 20. Das Subjekt hat nun deutlich Schmerzen und blutet aus Nase und Ohren. Dreh auf 28, Mitch. Verdammt! Das lief nicht so wie erwartet. Mitch, hol jemanden, der hier sauber macht. Kessler ist schon grausam da. Seine Versuche an Tieren klappt eigentlich genauso gut wie die Versuche in echt. Alle sterben. Na. Das hätte ich ihm auch davor sagen können. Okay. 3 von 7 Kisten haben wir immer mal schon. Oh, ein MG wieder. Verdammt. Schöner Kopfschock und die auch gleich noch. Nee, nee, du gehst da nicht ans MG. Verdammt. Hier ist kein Strom. Scheiße. Das habe ich gerade komplett vergessen. Da ist ja noch kein Strom. Oder ist hier schon Strom?
Also ich weiß, eine Fähigkeit werden wir noch erlernen. Das heißt also, einen Stromkasten, eine Energieverteiler müssen wir sicher nochmal wieder herstellen. Aber ich glaube, die Hälfte des Bezirkes hat hier schon Strom. Das ist, glaube ich, immer ein etwas. So. Da, flieg mal runter, Kasten. Bitte nicht ins Wasser. So. Oh, super. Na, hier, man sieht hier eindeutig noch keinen Strom, denn sonst hätten wir Induktionsgleiten hier einsetzen können. So, wo habe ich den Kasten jetzt hingehauen? Die Schienen, super. So, oh, und überall liegen wir, einfach wirklich überall. Keine 2 Meter können wir uns bewegen, ohne dass da ein Gegner ist. Ah, oh, super, und da ein Flammenmeer. Ach, es ist einfach so schön in diesem Bezirk. Kann man wirklich nichts dagegen sagen. Leute, aber im nächsten Part, ich wollte ja aufhören, würde ich sagen, machen wir dann mehr hier noch Sightseeing. Und ja, bis dann, euer Dimsmorphix, haut rein, ciao.